Moin zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, nach, ja, ich würde schon sagen, mehrwöchiger Verzögerung haben wir es nun endlich geschafft, Custom Car Build, ja, das Format, was es auf meinem Kanal bereits in Forza Horizon 5 gab, kehrt hier nämlich in Forza Motorsport wieder zurück. Und wie das soll es dann nicht anders sein, als es mit einem Fahrzeug zu zelebrieren, welches, ja, mit das erfolgreichste Video auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP war, nämlich der 2023er Porsche 911 GT3 RS der Baureihe 992. Und mit diesem Fahrzeug widme ich dann auch die erste Ausgabe, beziehungsweise läuten dann dementsprechend auch eine neue Ära dieses Formates ein. Ja, für diejenigen unter euch, die jetzt neu auf dem Kanal sind, beziehungsweise kürzlichst abonniert haben oder ja nicht mal vertraut sind, was dieses Format Custom Car Build eigentlich überhaupt ist. Wie schon gesagt, es ist ein Format, was ein wiederkehrendes Format darstellt. Das gab es schon bereits hier in meinem YouTube-Kanal und zwar in Form von Forza Horizon 5. Dazu gibt es auch dementsprechend eine Playlist, ja, mit insgesamt, glaube ich, 17 Videos inklusive einem Trailer oder zwei Trailer. So ungefähr war der gesamte Inhalt. Und da will ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, diese Playlist einmal auszuchecken, euch das ein oder andere Video anzuschauen, um da schon mal so einen ungefähr kleinen Einblick dafür zu bekommen, was dieses Format eigentlich überhaupt ist und was es eigentlich überhaupt damit auf sich hat. Aber gerne erkläre ich das gerade in einem Art Vorwort an die neuen Zuschauer unter euch, was dieses Format eigentlich ist. Ja, Custom Car Build ist ein Format oder ein Unterformat, welches ich ins Leben gerufen habe, um ja, meine Kreativität so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Das bedeutet, ich schnappe mir ein Fahrzeug, wo ich mir so denke, okay, dieses Fahrzeug hat ein enormes Tuning-Potenzial im Spiel. Ja, sei es, was die Auswahl an optischen Bodykit-Teilen betrifft, als auch das, was man ja in Sachen Motorswaps und an der Leistungsschraube machen kann oder am besten alles in einem. Und das Ziel von Custom Car Build liegt jetzt nicht darin, das wettbewerbsfähigste Fahrzeug auf die Beine zu stellen oder einen Vollaufbau mit einem Fahrzeug zu machen, sondern ja, ich verfolge eigentlich mehrere Gedankengänge bzw. Visionen. Zum einen, ja, möchte ich Fahrzeuge aufbauen, die es so in der Realität gibt und die wir so noch nicht im Forza Motorsport drin haben. Beispiel dafür seht ihr ja hier, der 911 GT3 RS ist ja eines dieser Fahrzeuge, welches auf diese Kategorie zutrifft. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ich mir auch vielleicht ein Fahrzeug aufbaue, welches es so nicht in der Realität gibt, aber was man sich vorstellen könnte, dass es in der Realität so vorkommen könnte. Also beispielsweise, wenn ich jetzt aus dem GT3 RS der Baureihe 992 vielleicht ein GT2 RS mache, ja, um da mal ein bisschen so die Schlinge da so ein bisschen weiter rauszuschlagen. Oder ein Fahrzeug, ja, was so eher einem Konzept gleicht, beziehungsweise ja, so ein Vision GT-like Fahrzeug, wie es in Gran Turismo der Fall ist. An dieser Stelle würde ich mich dann auch dementsprechend so ein bisschen orientieren, beziehungsweise meine Inspiration setzen. Und ja, mit diesem Fahrzeug werden wir dann dementsprechend so eine kleine Geschichtsfahrt machen, beziehungsweise so eine Art Review. Sprich, das heißt, ich werde euch gleich das Fahrzeug meiner Wahl vorstellen und diese werden dann in unterschiedliche Seasons eingeteilt, ja. Und das, was ihr jetzt betrachtet, ist die erste Ausgabe der ersten Season. Und jede Season in Custom Car Build in Forza Motorsport beinhaltet mehrere Fahrzeuge, die ich euch so nacheinander vorstellen möchte. Und der Anfang tut es ja, wie gesagt, der Porsche 911 GT3 RS. Und dann kommen noch zwei weitere Fahrzeuge dazu, die auch zu Season 1 mit dazugehören. Ja, das soll so ein bisschen so die monatlichen Updates vom Forza Motorsport simulieren. Ja, wie regelmäßig natürlich diese Videos jetzt erscheinen werden, ist ja auch nochmal eine andere Frage, weil gerade diese Art von Videos einen enormen Aufwand darstellen. Sei es zum einen bei der ja, Erstellung dieses Videos, als auch beim Videoschnitt. Ja, da werden ja noch einige Elemente noch nachgepflegt, einige Cuts gesetzt. Und ja, vielleicht erwartet euch das die eine oder andere Überraschung hier, von dem ihr vielleicht noch nichts wisst. Und dementsprechend, nachdem wie ich dieses Fahrzeug für euch vorgestellt habe, geht es dann rüber, ja, in ein Rennen gegen die KI, damit das Fahrzeug auch mal zeigen kann, was der so renntechnisch drauf hat. Dann machen wir nochmal eine Probefahrt mit diesem Fahrzeug auf einer bestimmten Rennstrecke. Und anschließend geht es für das Fahrzeug auch auf eine Testrunde und zwar auch auf einer weiteren Strecke.
Und die ist nicht gleich mit der Probefahrt. So viel kann ich schon mal sagen. Und da werden wir auch eine Zeitenjagd rausholen mit diesem Fahrzeug. Und da werde ich euch so ein bisschen auch über die Fahreigenschaften dieses Fahrzeuges erzählen. So ein bisschen mal Trivia-Wissen mit auf den Weg geben. Ja, und das beinhaltet dann im Endeffekt diese gesamte Folge zu Custom Carbid hier in Forza Motorsport. Und wie gesagt, das ist eher als eine Art Review oder eine Art Vorstellung, Showcase zu verstehen, der etwas besondereren Art. Und hier geht es auch nicht wirklich darum, dass ich euch so die Fakten zu dem entsprechenden Fahrzeug mitgebe, insbesondere was die Realitäts- oder beziehungsweise die Originalfassung dieses Fahrzeuges betrifft, ja, weil das könnt ihr auch gerne selber im Internet nachforschen oder nachschlagen. Aber gerade so bei den Fahrzeugen, die ich auch so aus eigener Hand kreiert habe, ja, da kann ich euch natürlich so ein bisschen auch meine Vision widerspiegeln, warum ich überhaupt gerade auf diese Idee gekommen bin oder warum vielleicht ihr als Community auf die Idee gekommen seid, hey, es wäre vielleicht nicht verkehrt, dieses eine Fahrzeug zu nehmen und daraus irgendwas Bestimmtes zu basteln, sei es zum Beispiel ein Mustang oder Camaro in der Drag-Version oder ähnliches. Ja, lasst euch auf jeden Fall überraschen, was dieses Format noch so mit sich bringen wird, und dementsprechend würde ich mich dann auch sehr drüber freuen, wenn ihr insbesondere nach der ersten Ausgabe Feedback dalassen würdet in Form eines Kommentars oder eines Daumen nach oben oder generell, wenn ihr einfach mal auf dieses Video klickt, um da mal ein bisschen reinzuschauen und mir sehr, sehr gerne, wie gesagt, eine Bewertung dazulassen, weil es ist ein Format, was viele wahrscheinlich so erwartet haben, in dem Sinne, und man muss ja auch sagen, Custom Car Build in Forza Horizon 5 war ja mit eines der, ja, sagen wir mal, der erfolgreichsten Formate hier auf dem YouTube-Kanal, ja, oftmals hat es ja so um die 100 Aufrufe geknackt, gerade dieses Video mit dem Porsche 911 GT3 RS in Forza Horizon 5 hatte ja mittlerweile schon fast 2500 Aufrufe und über 30 Daumen nach oben, ja, das sagt schon einiges darüber aus, und dementsprechend habe ich es mir natürlich nicht lumpen lassen, dieses Fahrzeug hier als Star dieser Ausgabe mir vorzunehmen und ja, diese euch dann entsprechend zu präsentieren. Und ja, dieses Fahrzeug, kann man jetzt natürlich schon mal auf den ersten Blick sagen, ist jetzt kein origineller 911 GT3 RS. Ja, das ist halt quasi ein Nachbau. Man muss halt leider mit den Tuning-Parts leben oder mit den Teilen leben, was Forza Motorsport uns vorgibt. Dementsprechend, naja, weiß der eine oder andere, dass der Heckflügel gerade vom GT3 RS ein bisschen größer, ein bisschen radikaler, ein bisschen dominanter ausschaut zum Fahrzeug hin. Aber ich habe das Ganze ja so probiert, dass ich dieses Fahrzeug halt so original oder so realistisch qualitätsnah wie möglich umgesetzt habe. Das fängt ja schon alleine bei der Lackierung an, denn diese Lackierung ist die Lackierung, wo damals der 911 GT3 RS vorgestellt worden ist. Und insbesondere, ja, es ist auch eine kleine Hommage auch an die früheren 911 GT3 RS Generationen, gerade wenn man so ein bisschen auf die 997er Baureihe zurückblickt, denn da hatte man ebenfalls diese Art der Lackierung gehabt, aber, oder beziehungsweise 996 meine ich, Entschuldigung, nicht 997. Nee, insbesondere der 996 GT3 RS. Da waren aber auch die Scheinwerfer halt eine komplett andere gewesen. Die hatten auch eine komplett andere Form, eine komplett andere Designsprache gehabt und vieles mehr. Ja, diese Lackierung stammt aus einem Community-Mitglied, ja, welches man da quasi im Design-Editor sich runterladen konnte, welches dann auch mit am passendsten für den Porsche mit war, ne? Also man hat ja auch hier und da die Möglichkeit, noch mehr Carbon hinzuzufügen als ohnehin schon bei dem Fahrzeug. Insbesondere, ja, wenn man sich die echten Bilder anschaut, ne, da möchte man ja nicht vor Augen führen, wie viel Carbon alleine schon im Heckbereich und gerade im Diffusor sich versteckt. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, bei dem 911 GT3 RS ja auch noch das Weichsachpaket da noch hinzuzufügen, welches dann nochmal noch mehr Aerodynamik dazu gibt, also noch mehr Anpressdruck, noch mehr Bodenhaftung als ohnehin schon und ein paar kleine PS hier mehr, aber dafür kostet es mindestens ein paar tausend Euro mehr und ist da auch optional, was man dem Fahrzeug mit dazu geben kann. Genauso gibt es halt diverse andere optionale Pakete, die man dem GT3 RS ausstatten kann, insbesondere, ja, wenn man sich im Konfigurator mit diesem Fahrzeug austoben möchte, denn dann kann man sich ja auch die Lackierung aussuchen, die Außenlackierung meine ich, also die Karosserielackierung, ja, die Lackierung von den Aufklebern hier, die dieses Fahrzeug so mit sich bringt, auch die Felgen und vieles mehr. Also da kann man sich wirklich hier
komplett austoben. Und ja, der Basispreis dieses Fahrzeuges startet tatsächlich bei knapp 250.000 Euro in der Grundausstattung. Also ohne diese ganzen optionalen Pakete. Und wenn man sich da eines der Serienlackierungen sichern möchte, wenn man da sich, wie gesagt, ein bisschen mehr austoben möchte im Konfigurator, dann kommt auch dementsprechend nochmal eine etwas leicht erhöhte Summe zusammen. So würde man ja ungefähr dann nach seinen Wünschen bei ca. 280.000 bis 300.000 Euro landen, je nachdem, was man da für Pakete mit anbringen möchte. Ja, ansonsten schreit dieses Fahrzeug förmlich nach, ich hau dir komplett auf die Fresse, was die Rennstreckenperformance betrifft, denn ja, dieser 911 GT3 RS, ja, der Baureihe 992, hat nichts mehr gefühlt gemein mit den früheren GT3 RS. Insbesondere, was man ja damals, insbesondere bei der 991er Generation kritisiert hat, dass die GT3 und die GT3 RS sich doch in vielerlei Aspekte doch sehr, sehr ähnlich waren. So hat Porsche wirklich noch einen draufgesetzt. Wo man halt zunächst dachte, der 911 GT3, auf das dieses Fahrzeug hier basiert, in Forza Motorsport, dass der halt schon so ein bisschen eine Anleihe hatte von dem GT3 RS, da hat man sich ja schon eigentlich gedacht, ja gut, da kann ja Porsche eigentlich mittlerweile nicht mehr wirklich viel draufsetzen. Ja, und dann, was passiert? Stellen Sie dieses Fahrzeug vor und ich habe mich Kopf über Hals in dieses Fahrzeug verliebt. Alleine schon, wie dieses Fahrzeug aussah, das ist halt einfach unglaublich gewesen. Und alleine schon so von Design her, das stimmt einfach in jederlei Hinsicht. Es ist so perfekt geworden. Es ist einfach ein klassischer 911er, hat auch sehr, sehr viel Technologie von einem GT3-Rennfahrzeug mit an Bord. Auch ein Überrollkäfig, welches es auch das Original hat, und natürlich diese Heckflügel und auch sehr, sehr viele Flaps, ne? Insbesondere was hier vorne betrifft, das ist leider jetzt in der Lackierung ein bisschen schwierig zu sehen. Da müsste man sich, wie gesagt, die Originalbilder zu diesem Fahrzeug anschauen. Und ja, man hat ja auch hier und da dann noch Lufteinlässe, die ja auch noch eine erhöhte Anpressdruck mit sich bringt, wenn dieses Fahrzeug sich auf der Strecke bewegt. Und dementsprechend könnte man ja eigentlich auch schon fast meinen, ey, dieses Fahrzeug gehört eigentlich nicht auf die Straße. Und trotzdem hat dieses Ding eine Straßenzulassung, obwohl dieser Wagen mittlerweile eigentlich mehr einem Rennfahrzeug ähnelt als ein Straßenmodell. Und das muss man sich bitte auf der Zunge zergehen lassen. Wir werden ja nochmal gleich zu den technischen Eckdaten zu sprechen kommen. Nur so als kleine Vorstellung, ja, was das Fahrzeug eigentlich ist. Für diejenigen von euch, die da jetzt noch nicht so sehr mit Porsche bewandert sind, hier nochmal die kleine Aufklärung oder die Auffrischung dazu. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie ich dieses Fahrzeug hier umgesetzt habe, weil ich sag's mal so, ich saß da auch eine lange Zeit da dran, ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt von jetzt auf gleich fertig gemacht worden ist, sondern ich habe mir ja noch die technischen Daten dieses Fahrzeuges rausgesucht, um dieses wirklich so auch eins zu eins der Realität zu replizieren. Das heißt, was insbesondere auch die Getriebeübersetzung angeht, ist dem Original nachempfunden. Was die Höchstgeschwindigkeit angeht, ist dem Original nachempfunden. Insbesondere was auch die Leistung und, naja, das Drehmoment würde ich mal so ein bisschen ausklammern hier betrifft, ist auch dem Original nachempfunden. Und ja, mein Ziel war es, mit diesem Aufbau wirklich eine 1:1 Replika-Version davon zu machen. Und ich hoffe dementsprechend, dass ich sie erfüllt habe. Lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr der Meinung seid, dass ich das Ganze hier sehr gut getroffen habe oder ob es hier und da noch Verbesserungsbedarf besteht. Vielleicht nochmal so ein bisschen, ne, Feinpolishing nenne ich das mal, weil der Aufbau natürlich jetzt noch nicht perfekt ist, ja. Und ich glaube auch nie, dass es perfekt sein wird, sondern dass es halt einfach so eine Grundbasis darstellt, ja. Und wie gesagt, viele Daten, die man hier heutzutage auf der offiziellen Porsche-Website findet, habe ich versucht, im Spiel so gut umzusetzen, wie es nur möglich ist. Ja, ob es mir, wie gesagt, gelungen ist, das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen hier mit den technischen Eckdaten abholen, beziehungsweise mit der Vorstellung. Und jetzt kommen wir nun zu den echt technischen Eckdaten, wenn wir da jetzt so ein bisschen auf das Fahrzeug draufgehen. Und ja, ich musste erstmal mal ganz kurz auf das Fahrzeug hier zugreifen und ja, wir können uns den einfach mal rausholen und dann sehen wir dieses Fahrzeug ja auch in seiner vollsten Pracht. Ja, wie schon gesagt, der Basis des GT3 RS Nachbaus ist der aktuelle GT3 im Forza Motorsport der Baureihe 992, liegt ja auch natürlich auf der Hand und ist weiterhin Heck angetrieben, ist auch in der Realität Heck angetrieben und kommt mit einem LI von 770 daher, also ist in der S-Klasse anzusiedeln. Und ich kann euch schon mal so viel sagen,
Wenn dieses Fahrzeug irgendwann mal in Forza Motorsport nachkommen sollte, dann wird es, denke ich mal, umso interessanter werden, der Vergleich zwischen meinem Nachbau und dem Original, inwiefern gut wir das Ganze umgesetzt haben. Denn ich glaube sehr, sehr stark aufgrund der technischen Eckdaten, zu der wir gleich nochmal zu sprechen kommen, dass dieses Fahrzeug deutlich höher anzusiedeln ist als S770. Ich würde ja, glaube ich, schon sogar so weit gehen, dass er ungefähr schon so in den ganz niedrigen R-Bereich kommt. So zwischen 800 bis 810 würde ich den ungefähr einsortieren. Da könnt ihr aber auch sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wo ihr das Fahrzeug denn gesehen hättet, wenn man es rein nach der LI geht. Weil dieser krasse Anpressdruck, den dieses Fahrzeug hier erzeugt, insbesondere auch die Bodenhaftung und naja, sowohl was der mechanische als auch der aerodynamische Grip hier betrifft, ausgehend auch aus dem Heckflügel, den ganzen Diffusorteilen etc. pp., das spiegelt sich, glaube ich, nicht mal im Ansatz den Werten wieder, die wir jetzt aktuell haben. Denn ja, wir können ja jetzt, wie gesagt, so ein bisschen auf die Daten eingehen. 6,3 in der Geschwindigkeit kann schon tatsächlich hinkommen, weil dieses Fahrzeug auch nur eine Topspeed von 296 km/h vorzuweisen hat. Also der ist halt schon sogar viel langsamer als die früheren GT3 RS-Generation. Und das ist wirklich auch aus den Rennanbauteilen so ein bisschen zurückzuführen. Also man kann schon wirklich davon ausgehen, dass Porsche da wirklich eine andere Philosophie eingeschlagen hat, was den GT3 RS hier betrifft. Ja, dass man da wirklich eine komplett andere Richtung eingeschlagen hat, dass man sich dabei gedacht hat, ey, der GT3 sollte eigentlich schon so die Straßenversion sein, welches ja der Peak darstellt, so ein bisschen mehr den GT3 RS der früheren Generation gleicht. Und der GT3 RS soll da noch mal eine Stufe drüber sein, ja, also quasi so die Zwischenstufe zwischen einem Straßenwagen und einem Rennwagen. Da würde ich dieses Fahrzeug ungefähr einordnen. Dementsprechend sind auch sowohl die Handling als auch die Bremswerte mit 5,1 und 5,3 schon wirklich krass und Beschleunigung mit 5,7. Da darf man sich nicht wirklich täuschen lassen, ja, also die Werte, die wir hier in dieser Skala sehen, das sagt jetzt nicht allzu viel über dieses Fahrzeug aus, so viel kann ich euch schon mal mit auf den Weg geben. Ja, ansonsten wird dieses Fahrzeug hier angetrieben von einem 4 Liter 6-Zylinder Boxermotor mit 386 kW, das ist auch in der Realität so und hat halt dementsprechend 525 PS. Ja, wenn man das Ganze hier auf PS umrechnet, das ist 1:1 hier wiedergespiegelt worden. Beim Drehmoment, ja, musste ich ein bisschen tricksen, weil es ist halt einfach schwer, mit den vorgefertigten Tuning-Teilen oder mit den voreingestellten Tuning-Teilen da halt den entsprechenden Drehmoment hier zu erreichen in Forza. Normalerweise hätte er in der Realität 465 Newtonmeter Drehmoment. Hier sind wir ein bisschen drüber, aber ich denke mal, dass das eigentlich so an sich auch in Ordnung geht. Und mit dem Gewicht sind wir auch minimal drüber, weil das Leergewicht ist laut Porsche mit 1,45 Tonnen angegeben. Hier haben wir nur 1,46 Tonnen. Wobei man aber auch hier sagen muss, je nachdem, was man da natürlich für optionale Pakete mit dazu bucht, kann dieses Fahrzeug auch auf dieses Gewicht kommen. Also von daher sind wir ungefähr in dem Rahmen, was das hier angeht. Gewichtsverteilung ist sehr interessant, weil die liegt natürlich auf der Hinterachse, was ja auch natürlich Sinn macht, weil der Motor natürlich auf der Hexachse liegt. Mit 60,5% ist das aber eher ein sehr komischer Wert, würde ich schon fast sagen. Und um das Ganze mal so ein bisschen hier zu demonstrieren, würde ich einfach mal sagen, gehen wir mit diesem Fahrzeug direkt auf ein Rennen gegen die KI und finden heraus, was der denn so drauf hat. Und in diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da sind wir nämlich auch schon. Direkt auf Kyalami geht es, im ja, leichten Nebel könnte man sagen und ja, auf nasser Fahrbahn, also gute Voraussetzungen, um das Fahrzeug hier wirklich komplett auf die Probe zu stellen, was das hier betrifft. Ja. Ja. Ey, erzähl doch nichts über die Strecke, sondern hier lass das Fahrzeug mal für uns sprechen. Also, ja, folgendes ist hier der Fall. Das wird auch bei allen Custom Car Build Ausgaben immer so sein, dass ich mich ungefähr nach dieser Struktur richte. Und zwar fahren wir ein Zeitrennen gegen die KI. Und zwar wird das Rennen so ungefähr so zwischen 5 bis 7 Minuten lang sein, je nachdem. Und wir fahren auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, damit wir das Fahrzeug wirklich in aller vollsten Pracht dann komplett austesten können. Und dementsprechend nutze ich auch das Rennen, um so ein bisschen auch hier die ersten Eindrücke zum Fahrzeug zu schildern, wie es sich gegen die KI denn so schlägt und vieles mehr. Natürlich ist es jetzt ein bisschen schwer
zu schauen. Ich würde aber mal sagen, wir nehmen einfach mal 5 Runden Kraftstoff mit. Das sollte eigentlich für Kialami reichen. Und ja, natürlich gibt uns das Spiel dementsprechend vor, dass wir auf Regenreifen unterwegs sind. Also von daher könnten wir jetzt keine wirklichen Referenzdaten rausziehen, was dieses Fahrzeug betrifft. Aber ich versuche auf jeden Fall mein Bestes, um mich gegen diese KI zu behaupten. Und nachdem wir dieses Rennen abgeschlossen haben, hier ist auch die Platzierung jetzt nicht so wichtig, ja, weil das ist sowieso rein zufällig, was auch die Startplatzierung und so weiter betrifft. Hier geht es so ein bisschen mehr darum, wie es sich gegen die KI schlägt, was insbesondere bei den Kurven-Ein- und Ausgängen hier betrifft, insbesondere was die Bodenhaftung betrifft, was das allgemeine Fahrverhalten dieses Fahrzeuges betrifft und ob er sich leicht auch von der Fahrbahn wegschmeißen lässt. Der richtige Härtetest kommt nachher, ja, und zwar indem wir mit diesem Fahrzeug erstmal auf eine Probefahrt rüberschicken und dann auf eine offiziell gezeitete Teststreckenrunde. Und so viel will ich noch nicht spoilern, ich würde einfach mal sagen, wir legen jetzt los und starten einfach mal das Rennen. Ja, also der Sound ist schon wirklich sehr schön. Ja, beim Regen ist es halt natürlich ein bisschen schwer, da die richtigen Schlüsse aus der Performance dieses Fahrzeuges herauszuziehen. Insbesondere, weil es jetzt auch noch sehr stark regnet. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber wie gesagt, wir gucken mal, inwiefern sich das Fahrzeug hier gut nach vorne durchkämpfen kann, durchbeißen kann. Ja, dieses Fahrzeug wird beigesteuert mit einem 6-Gang, ja, PDK-Getriebe. Kennt man auch schon aus den früheren Porsche-Modellen, von daher an sich jetzt auch nichts Neues, würde ich mal fast meinen. Nee, Entschuldigung, 7-Gang, genau, 7-Gang müsste es ja eigentlich sein. Das ist ja eigentlich so der Standard. Ja, 6 oder 7-Gang, keine Ahnung. So. Ich habe das Datenblatt ehrlicherweise vergessen. Könnt ihr mich aber auch sehr, sehr gerne korrigieren in den Kommentaren. Jedenfalls, ja, ist das Getriebe hier sehr, sehr kurz, sehr, sehr knackig. So wie es sich bei einem Cup-Fahrzeug hier gehört, was auch echt erstaunlich ist. Und die Schaltzeiten bei dem Porsche hier, die sind auch sehr kurz. Also, wo man sich dabei denkt, ey, das Ding schaltet in den nächsthöheren Gang, da entfesselt er doch schon sofort wieder seine Leistung. Da ist das Drehmoment hier sofort am Start. Und das ist richtig beeindruckend auf jeden Fall. Das darf man auch nicht vor Augen halten, wie gut sich dieses Fahrzeug eigentlich handelt, auch gegenüber der KI. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, ich habe schon sehr viele Testrunden hier mit diesem Fahrzeug verbracht. Von daher wundert euch jetzt nicht, dass die Autostufe dieses Fahrzeuges ein bisschen drüber ist. Ne? Also ich bin jetzt mit dem Fahrzeug auf Stufe 12, da könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie lange ich mit diesem Fahrzeug damit verbracht habe, meine Runden zu drehen. Alleine, um auch die perfekten Settings zu finden. Ja gut, kurz vorm Ende war das jetzt so ein Beispiel von, ja gut, das war ein bisschen Aquaplaning im Spiel, das hat das Fahrzeug ein bisschen ausgehebelt, klar. Aber so an sich, muss ich sagen, bin ich dieses Fahrzeug noch nicht im Regen gefahren. Und daher natürlich umso interessanter für mich, wie verhält es sich im Regen. Und ich muss schon sagen, ich bin ziemlich beeindruckt von der Performance. Also der bleibt echt gut auf der Strecke kleben. Kommt auch nicht wirklich so mit dem Arsch, beziehungsweise mit dem Heck, wobei man das eigentlich laut der Statistik hier in Forza es erwartet hätte, dass er da sehr, sehr viel mit dem Heck rumkommt. Und das tut er gar nicht. Also, der Beschleunigung ist halt wirklich sehr gut, gerade wenn man mal bedenkt, dass er nur 525 PS hat. Bei 1,45 Tonnen spricht es aber nichtsdestotrotz eine andere Sprache. Und ja, alleine schon dieses Getriebe ist halt wirklich sehr, sehr krass. Der kleine Wermutstropfen bei diesem Fahrzeug ist halt wirklich, ja, wenn man das so stumpf sagen kann, ja, dieses radikale Renndesign und dementsprechend auch die Höchstgeschwindigkeit. Die ist halt leider nicht so hoch. Also könnte man ja eigentlich schon daraus schließen, dass dieses Fahrzeug sich gerade
ja auf technisch anspruchsvollen Strecken sich hier wie zu Hause fühlt. Dementsprechend ist auch Kyalami ein sehr, sehr gutes Beispiel für. Und nebenbei die Streckenführung und das Layout sowie das Wetter und die Tageszeit, die sind alles rein zufällig. Ja, also es kann natürlich sein, dass wir vielleicht irgendwann mal auf Homestead unterwegs sind mit dem Fahrzeug gegen die KI. Kann aber auch sein, dass wir vielleicht auch im Hockenheimring unterwegs sind oder vielleicht einfach im Silverstone. Das ist alles rein zufällig. Es geht halt einfach wirklich nur darum, dass ich da quasi ins kalte Wasser so ein bisschen geschmissen werde. Ob man dann so herausfinden kann, ja, wo hat denn das Fahrzeug schon mal seine Defizite? Ja, ich bin auch jetzt kein Tuning-Experte in dem Sinne oder ähnliches. Und so oder so, wenn man sich sehr nach dem technischen Datenblatt von Porsche richtet oder von einem anderen Automobilhersteller, wenn es sich um ein anderes Fahrzeug dreht, dann hat man sowieso nicht allzu viel Spielraum. Ne? Also da muss man sich wirklich sehr strikt daran halten, was Porsche da für Werksangaben hier so beigesteuert hat. Und diese muss man dann dementsprechend im Spiel umsetzen. Also ne, wenn es natürlich Platz zum Optimieren dieses Tunings hier gibt, dann wird man diese natürlich auch nutzen können. Aber es soll ja ein 1:1 Nachbau sein. Also möglichst 1:1. Dass man das nicht so komplett 1:1 umsetzen kann, das ist ja nicht selten der Fall, muss man sagen. Und in Forza Horizon 5 hat man ja beispielsweise deutlich mehr Tuning-Möglichkeiten bzw. Optionen, um das Fahrzeug ein bisschen realitätsgetreuer zu gestalten. Dementsprechend natürlich wäre der Vergleich zwischen dem Porsche, den wir jetzt im Motorsport ausfahren, und der Porsche in Forza Horizon 5 sehr interessant. Vielleicht müsste man das in so einem, ja, in so einem Duell austragen. Aber hier habe ich da, glaube ich, muss ich sagen, mehr Arbeit reingesteckt. Allem voran, weil Forza Motorsport ja auch ein bisschen, ja, mehr in Richtung Sim geht. Also mehr Simulationsansprüche hat. Und dementsprechend sollte sich das Fahrverhalten und die Physik da so ein bisschen nachvollziehbarer verhalten, wie es in Horizon der Fall ist. Ja, und dann neigen wir uns auch schon direkt dem Rennende entgegen. So schnell kann es gehen. Fahren wir dann nochmal die letzten Sekunden ab und ja, schließen das Ganze auf Rang 3 ab. Und haben 10 Positionen gut gemacht. Also ich bin da sehr zufrieden, muss ich sagen. Und wir kriegen sogar einen Erfolg passend zum Porsche. Ist das geil, ey. Sehr cool. Ja, sie schließen ein Kyalami-Rennen mit dem 911 GT3 ab. Boah, also ey, wenn das jetzt nicht wirklich so nach der passenden Strecke schreit, dann weiß ich auch nicht. Ne? Rundenzeit mit 2:4:045 ist okay, würde ich sagen. Ist halt jetzt nicht unbedingt schneller als die Konkurrenz. Aber wie gesagt, man muss ja auch fairerweise sagen, dass die aber auch natürlich mit ihrem Topspeed enorm punkten können. Ja, dieses Fahrzeug, was wir hier haben, ist in den Kurven sehr, sehr stark. Und das hat man auch, denke ich mal, hier und da gemerkt. Aber spätestens, wenn es auf Strecken zugeht, wo wir da sehr, sehr viele Geraden haben, beispielsweise in Spa oder meinetwegen hier in Mugello, dann dürfte es mit dem Fahrzeug ein bisschen schlechter aussehen. Aber das ist ja auch nicht das Ziel dabei, sondern es soll einfach sich performant fahren. Und das tut es, im Regen zumindest. Also das ist schon mal sehr, sehr stark. Und um ein bisschen mehr nochmal aus den Fahreigenschaften dieses Fahrzeuges herauszuholen, würde ich einfach mal sagen, gehen wir direkt auf die Probefahrt. Und zwar auf einer anderen Rennstrecke, aber vielleicht für den einen oder anderen doch eher Vertrauten. Vielleicht zur Coverstrecke, wer weiß. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir nun auch. Also wie gesagt, Coverstrecke habe ich ja angeteased und dementsprechend fahren wir auch ein paar Ründchen hier auf Hakone in der Grand Prix Variante. Und ja, auch bei schönen Bedingungen muss man sagen, weil so können wir auch jetzt neue Erkenntnisse draus schließen, wie dieses Fahrzeug sich hier unter den trockenen Bedingungen verhält. Im Regen hat er sich, muss ich sagen, sehr, sehr gut geschlagen. Mal gucken, ob er das im Trockenen auch tut. Und ja, wie es auch beim Realität
so ist, haben wir bei diesem Fahrzeug standardmäßig, wenn man es ja auch so beim Händler kauft, hier die Michelin Cup Reifen hier zur Verfügung. Das heißt, auch hier habe ich es mir natürlich nicht lumpen lassen, ja, Rennparts anzubringen, Rennreifen, ne, womit wir auch freie Reifenauswahl haben. Und allgemein sind sehr viele Teile, die ich bei diesem Fahrzeug installiert habe, Rennteile. Ich werde da jetzt nicht zu sehr auf das Tuning eingehen, weil das ist jetzt nicht der Haupt- oder der Hauptaspekt dieser ganzen Geschichte, weil ansonsten kann ich mich ja dumm und dämlich hier reden. Und ich meine, ich habe jetzt nicht ewig Zeit, hier diese Folge hier zu produzieren. Ich möchte das doch möglichst sehr kurz und knackig halten. Ja, wobei das bei diesem Mal jetzt auch nicht so möglich ist, weil man muss ja auch bedenken, ich habe da auch noch sehr, sehr viel Vorwort gemacht und sehr viel zum Fahrzeug erzählt. Und wir haben ja noch ein bisschen was hier und da vor. Und diese Folge soll ja auch ein bisschen dazu da sein, auch euch so ein bisschen eine Richtung zu geben, wie diese Custom-Car-Build-Ausgaben denn hier in Forza Motorsport aufgebaut sind. Denn die werden meistens nach demselben Schema hier angetrieben. Und ohne da jetzt viel zu sprechen, würde ich einfach mal sagen, drehen wir einfach mal ein paar Meter mit diesem Fahrzeug und gucken einfach mal, was macht das Fahrzeug in der Probefahrt schon sehr, sehr gut und was sind denn noch so Punkte, wo man noch verbessern könnte. Weil darum geht es ja meistens in dieser Probefahrt. Denn ja, dann geht es auf die Teststreckenrunde zu, auf einer anderen Strecke wiederum. Und interessant wird es dann der Fakt sein, dass ich in dieser offiziellen Teststreckenrunde nur maximal 3 Versuche habe. Ich werde aber so oder so noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie ich diese Teststreckenrunde denn so gestalten werde, weil da gibt es auch nochmal die eine oder andere Besonderheit, von dem ihr größtenteils nichts mitbekommt, aber es auch reicht, wenn ich es mir aufgeschrieben habe. Ja, also ich meine, selbst wenn das sogar ein Replika-Nachbau ist, man merkt halt diesen enormen Anpressdruck halt bei diesem Fahrzeug an. Es ist halt wirklich unglaublich. Beim Abtrieb habe ich ja auch geguckt, dass ich das so maximal wie möglich stelle, zumindest was die Heckpartie betrifft. Ich habe aber, wie ihr seht, keine Forza Aero Parts angebaut, weil die einfach so unpassend sind bei dem Fahrzeug. Dementsprechend haben wir leider nur im Heckbereich diese Abtriebsoption, die man da verstellen kann. Und natürlich habe ich es mir auch hier nicht nehmen lassen, das Ganze hier auf maximal zu stellen, um da auch wirklich die maximale Performance aus diesem Fahrzeug rauszuholen. Weil ich kann euch jetzt nicht die genauen Daten sagen, wie viel Anpressdruck hier der 911 GT3 RS hier erzeugt in der Realität. Aber ich kann euch schon mal so viel sagen, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Also, der GT3 RS hier ist einfach ein absoluter Kurvenräuber. Und wie gesagt, eigentlich mit eines meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge, was das Sportwagensegment hier betrifft. Oder beziehungsweise die Supersportwagen-Riege. Insbesondere, wenn man mal überlegt, wie viel Renntechnik hier in diesen GT3 RS hineingeflossen ist. Seitens von Porsche. Und auch wie viel Legacy dahinter steckt. Also, man kann dieses Fahrzeug wirklich lieben. Ob dieser GT3 RS jetzt mein absolutes Lieblingsgenerationsmodell ist. Ja, also es gab ja auch schon viele frühere GT3 RS Modelle. Ja, wenn man mal auf den 991 zurückblickt, ne, sowohl das Non als auch das Facelift. Wir haben auch beides davon im Spiel. Dann haben wir ja noch den 997er Baureihe, den 996er. Ja, mit dem hat es ja auch eigentlich mehr oder weniger angefangen. Beim 993 gab es ja schon die GT2, aber noch nicht die GT3-Version. Also die GT3-Version, geschweige denn die RS-Version, kam bereits schon mit der Modellbaureihe 996 ins Leben. Ja, und an diesem hat man sich so ein bisschen orientiert, zumindest was die Farbauswahl hier betrifft. Sehr, sehr cool. Aber um da jetzt noch mal ein bisschen auf die Fahreigenschaften dieses Fahrzeuges zu kommen. Also man sieht hier und da, wenn man es sehr krass übertreibt, ja, also wenn man da wirklich so einen plötzlichen Lenkeinschlag hier verspürt, dann neigt das Fahrzeug trotzdem, weil der ja auch ein ungleiches Gewichtsverhältnis hat, schon ein bisschen, ja, mit dem Heck zu tänzeln, beziehungsweise, ja, so danach zu tendieren. Aber es ist immer noch sehr kontrollierbar. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist kein Allradfahrzeug. Wir fahren immer noch einen heckangetriebenen Porsche. Und der verhält sich schon fast wie ein Allrad. Also ihr seht ja schon, wie
gut ich da durch die einzelnen Kurven durchflügen kann. Ich meine, klar, Hakone ist ja auch jetzt eine sehr leichte Strecke. Und ja, einer, der wirklich auch sehr schnell den Flow finden lässt. Egal, mit welchem Fahrzeug man da unterwegs ist. Aber gerade durch diese leichteren Kurven oder sanftere Kurven, besser gesagt, da schlägt sich das Fahrzeug hier sehr, sehr gut. Und man kann auch relativ früh am Ausgang hier Vollgas geben. Ich meine, ich trete jetzt schon aufs Gas, ne? Das sieht man auch hier und da vielleicht an der roten bzw. blauen Balken, welches die Bremse und das Gaspedal darstellt. Das ist schon wirklich insane, was alleine schon dieser Anpressdruck hier wirklich zu leisten macht. Das ist schon insane. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was Porsche mit der nächsten Generation für ein GT3 bzw. GT3 RS Modell denn so auf die Beine stellen wird. Also, das ist ja schon krass genug, aber Porsche hat uns ja gezeigt, dass sie jegliche Erwartungen übertreffen konnten. Ich will jetzt auch echt mir nicht ausmalen, wie es dann aussehen wird mit der nächsten Generation. Will ich ganz und gar nicht. Wer weiß, ob das auch ein Porsche sein wird, welches auch so ein Elektromotor zusätzlich hat, oder ob man da vielleicht mit dem Zylinderanzahl so ein bisschen runtergeht. Hoffentlich nicht, weil der 6-Zylinder-Boxermotor doch sehr, sehr charakteristisch für die GT3 in Klammern RS-Modelle war und dargestellt hat. Also ich hoffe mal, Porsche bleibt bei diesem Konzept. Es macht schon echt Spaß, dieses Fahrzeug hier einfach auf dieser Strecke zu bewegen. Das ist schon sehr, sehr geil. So, drehen wir nochmal eine Runde in der Innenraumperspektive. Ehe es dann wirklich auf die Probe gestellt wird. Ja, richtiger Härtetest kommt ja noch. Wie gesagt, mit der Runde hier auf unserer neuen Teststrecke. Und um da schon mal so viel vorne wegzunehmen, ich habe euch diese Teststrecke schon ein bisschen, glaube ich, angeteased. aber auch lange, lange her. Und zwar im Community-Tab habe ich ja einfach mal so die Frage in den Raum geworfen, welche Strecke ihr euch denn so als Teststrecke vorstellen könnt in Forza Motorsport und warum. Und bei mir war das ja eigentlich schon direkt klar gewesen. Zu dem Zeitpunkt war aber die besagte Strecke noch nicht in Forza Motorsport drin gewesen. Die ist über ein Update reingekommen. Ja, das heißt, man kann ja schon mal mittlerweile die Auswahl auf ein Minimum begrenzen. Und dementsprechend hätte ich mich halt zum Beispiel gefreut, wenn diese Strecke hier seinen Weg in Forza Motorsport wiederfinden würde. Und ja, ein paar Tage später, als sie dieses Update vorgestellt haben, ja, diese Strecke kommt ins Spiel. Und ich dachte mir so, okay, geil, damit kann ich ja auch jetzt dieses Format wirklich so ins Leben rufen. Es ist schon mega. Alleine schon, dass man dieses Getriebegejaule hört. Da ist ja auch ein Renngetriebe verbaut. Und ja, man hat ja auch schön gesehen, 7 Gang hat das Fahrzeug. Um da mal noch ein bisschen zu korrigieren. Und ja, das so viel zu den Eindrücken. Jetzt geht es aber auf den Härtetest. Und zwar ja, auf eine gezeitete Teststreckenrunde. Und dann finden wir heraus, ja, mit welcher Zeit sich dieses Fahrzeug hier einsortieren wird und wie ich das Ganze so beurteilen würde. Bis gleich. Ja, und wie soll es denn natürlich anders sein, als dass wir unsere Teststreckenrunden immer auf dem Hockenheimring drehen? Ja, wo ich ja immer wieder im Let's Play gesagt habe, dass der Hockenheimring mit eines meiner absoluten Lieblingsstrecken hier darstellt. Auch was es in der Realität hier betrifft. Also da fahre ich hier sehr, sehr gerne diese Fahrzeuge heraus. Insbesondere um mir auch
dementsprechend hier Teststreckenzeiten hinzulegen, sei es hier in Forza Motorsport oder in den früheren Motorsport-Teilen oder auch in Assetto Corsa oder in weiteren Rennspielen. Also ich fühle mich hier auf dieser Strecke eigentlich gefühlt wie zu Hause, weil da kenne ich ja auch so ziemlich alle Punkte und so kann ich ja auch das Fahrzeug bis an sein Limit bewegen, denn das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, um das Fahrzeug so ein bisschen anzustacheln. Ja, wie das ganze Prinzip hier funktioniert, ist wie folgt. Und zwar drehe ich 3 Teststreckenrunden, wobei ich euch aber die schnellste gefahrene Teststreckenrunde präsentieren werde. Ja, das bedeutet in dem Fall, dass ihr jetzt nicht alle 3 Runden seht, sondern nur diese eine gezeitete Runde mit der schnellsten Teststreckenrunde. Und dann gehen wir rüber nochmal in die Wiederholung, um dann nochmal ein kleines Resümee, noch ein kleines Fazit zu ziehen. Ja, dann zeige ich euch nochmal die Wiederholung aus der Außenperspektive, damit ihr da nochmal den Motorklang aus einer anderen Perspektive hier einfangen könnt. Und das ist dann immer die Wiederholung von der 3. Teststreckenrunde, ja. Beziehungsweise, vielleicht breche ich auch die Rundenzeit früher ab, wo ich halt schon so selber weiß, okay, da könnte ich das Fahrzeug ungefähr so sehen. Mehr ist da, denke ich, auch nicht möglich. Und ja, das so viel zu dem Thema. Vielleicht werde ich ja auch so eine Art kleines Ranking hier einpflegen, je nachdem, wenn wir da mehrere Fahrzeuge schon bereits hier behandelt haben in Forza Motorsport Custom Car Build. Aber ich würde sagen, es gibt keinen Kommentar von mir. Lauscht diesen Klang. Es geht los. Die 3 gezeiteten Runden starten ab jetzt, wovon ihr, wie gesagt, die schnellste Runde seht. Viel Spaß! Ja, es ist immer wichtig, sich selbst zu beneißen. Ich glaube, solche Testfahrten hatte ich aber auch noch nie gehabt, wo man da alleine auf dem Podium aufgestiegen ist, hier dieses Fahrzeug gesehen hat. Wunderschön. So, und da geht es auch schon los hier in die gezeitete Teststreckenrunde. Wie gesagt, das ist die letzte gefahrene Teststreckenrunde, die ich euch da präsentieren möchte. Von daher muss es jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass diese Teststreckenrunde, die ihr jetzt seht, die schnellste je gefahrene Teststreckenrunde gewesen war. In dem Fall war es sie schon, auch wenn ich hier an ein, zwei Stellen so ein paar Kleinigkeiten gemacht habe, so ein paar kleine Fehlerchen, die dazu geführt haben, dass die Zeit hätte vielleicht noch ein bisschen besser werden können. Aber von der Gesamtzeit, die ich jetzt hier gesetzt habe, bin ich, denke ich mal, sehr zufrieden. Und es zeigt auch einfach, dass dieser Porsche hier diese Zeiten auch so konstant über die Runden jagen kann, dass es echt nicht feierlich ist.
und der immer noch zeigt, dass selbst nach drei gefahrenen Teststreckenrunden immer noch viel Luft nach oben ist. Denn die Zeit, die ich hier jetzt gesetzt habe, war eine 1:51.797. Das war schnellste gefahrene Teststreckenrunde für dieses Fahrzeug. Und ich kann und würde euch meinen Segen drauf geben, dass dieses Fahrzeug hätte noch ein bisschen schneller werden können. Hier gerade hat man hier wunderschön gesehen, dass ich da ganz minimal quer gekommen bin. Lag aber auch mit unter anderem daran, weil ich das Fahrzeug so an sein Limit gebracht habe, dass ich da noch versucht habe, so diese eine tausendste Millisekunde da noch mal ein bisschen rauszuholen aus dieser gezeiteten Runde. Und ja, gerade diese Fehler haben dann dazu geführt, dass man da doch ein bisschen eher verloren hat. Also ich denke mal, 1-2 Zehntel wären da noch mehr drin gewesen. Aber das ist so von meinen Fertigkeiten aus oder beziehungsweise von meinen Fahrkünsten im Spiel der Peak, den man mit diesem Fahrzeug hier erreichen kann. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also wenn man sich diese Teststreckenrunde anschaut, dann ja, fährt dieses Fahrzeug einfach so butterweich. Also man kann davon halten, was man will, aber mit diesem Fahrzeug kommst du sehr schnell klar. Du fährst auch sehr schnell deine Rundenzeiten und es ist halt einfach echt Wahnsinn, was Porsche da, wie gesagt, alles auf die Beine gestellt hat. Zumal muss man hier auch anmerken, dass ich diese Teststreckenrunden immer so drehe, dass ich das wie bei einer Hot Lap fahre. Sprich, weiche Reifen, möglichst wenig Treibstoff im Tank, so dass es gerade so noch für eine Runde ausreicht, um da wirklich nochmal die schnellste Rundenzeit aus diesem Fahrzeug rauszuholen. Und naja, gerade diese Testfahrten, die macht man ja auch unter Hot Lap-Bedingungen. Sprich, man will ja auch versuchen, wirklich so die schnellste Zeit hier mit diesem Fahrzeug, ja, quasi zu belegen. Und ich bin sehr zufrieden damit. Also der Aufbau ist natürlich nicht perfekt, keine Frage, und es gibt immer noch Luft nach oben. Und ich denke mal, es wird den einen oder anderen von euch in den Kommentaren geben, der sich gerade im Feintuning dann noch so ein bisschen besser sich auskennt als meine Wenigkeit. Und mich würde es auch sehr darüber freuen, wenn ihr ja dem Ganzen ein Feedback da lasst, ne? Insbesondere wenn euch das Video auch dazu gefallen hat, zu diesen Custom-Car-Bild hier mit, ja, dem Porsche 911 GT3 RS. Ich hoffe, ich konnte euren Erwartungen irgendwo gerecht werden und ja, spiegelt das sehr, sehr gerne in Form eines Daumen nach oben oder einen netten Kommentar wieder und abonniert den Kanal sehr gerne, um weitere Videos dieser Art nicht zu verpassen. Es werden noch weitere Ausgaben kommen. Es sind ja noch zwei Fahrzeuge im Season 1, die noch anstehen. Ja, die werden auf jeden Fall noch ihr Spotlight bekommen. Zu wann diese Folgen jedoch erscheinen werden, das ist ja nach dem jetzigen Stand noch ungewiss. Ja, ich werde aber versuchen, diese Folgen dementsprechend so früh es geht abzuarbeiten. Aber dieser erfordert ja auch seine Zeit. Ne? Also von daher habt bitte Verständnis, wenn die nächste Ausgabe jetzt nicht irgendwie sofort irgendwie nächste Woche oder in 2 Wochen erscheint, sondern vielleicht erst nach einem Monat. Gucken wir mal. Je nachdem, wie hoch da auch meine Motivation für das Spiel ausfällt. Nichtsdestotrotz verbleibe ich hier auf jeden Fall mit einem sehr positiven Fazit zum Fahrzeug. Und ja, wenn ihr möchtet, dass ich euch das Tuning freigebe, dann schreibt es mir auf jeden Fall auch sehr gerne in die Kommentare. Dann werde ich das dann auch umsetzen und diese dann für euch freigeben, sodass ihr das dann auch selber austesten könnt und schauen könnt, okay, wo liegen denn vielleicht noch die Defizite, wo macht das Fahrzeug hier seine Sache sehr gut. Ich denke mal, die Bilder haben für sich gesprochen. Aber ja, wo es auch noch gerade Verbesserungspotenzial gibt, dann sehr, sehr gerne rein damit. Ich werde an dieser Stelle raus, verbleibe die letzten Metern hier mit diesem Fahrzeug ohne meiner Stimme. Und ja, wir sehen und hören uns dann in der nächsten Ausgabe hier von Custom Car Build oder zu einem anderen Forza Motorsport wieder. Video meine ich wieder. Oder ja, zu einem anderen Let's Play Projekt. Ja, man merkt, ich bin hier und da ein bisschen aufgeregt, aber naja gut, das darf man auch bei der ersten Ausgabe sein, ne? Wo auch möglichst viel ja auch passen muss. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und haut rein.